Ja, Momo Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Heute mit einer ganz besonderen Spezialsache, und zwar habe ich heute ein neues Aufnahmegerät, beziehungsweise eine neuere Version. Ich spiele gerade mit der Multiplattform von Open Broadcast und ich verspreche mir davon, dass viele meiner Probleme gelöst werden, wie zum Beispiel, dass ich da immer manchmal so ein Knacken habe. Gerade auch seitdem ich mein System neu aufgelegt habe, kann ich kein Spiel mehr aufnehmen, ohne dass Probleme kommen. Zum Beispiel heute Mittag hatte ich ein Problem bei The Last of Us, da hatte ich Tearing. Das konnte ich zwar wegbekommen, aber allerdings hatte ich dann ein Knacken auf den Kopfhörern, wie ich es schon mal beschrieben habe. Jetzt mit einer neuen Version von Open Broadcast, die Multiplattform, und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir müssen die Ventile der blauen Leitung schließen. Das ist unsere derzeitige Aufgabe. Hui! Und ich springe mal hier ein paar über. Sprinter! Sorry. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da die Tür zu ist oder offen. Ich bin auch gespannt, wie groß die Datei wird. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das rechtzeitig heute kommt, je nachdem, wie groß die Datei sein wird, ne? Also gut. Ich glaube, da ist irgendjemand wütend auf das Feuer. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Wir scannen das mal von außen heraus. Wenn das nicht mein Ton ein bisschen leiser drehe. Das ist ein bisschen zu leise. Erstversuch. Ach, die werden mir ja gar nicht auf der Karte angezeigt. Ich wollte gerade sagen, wieso wurde ich geschlagen. Laufen wir einfach mal rein. Das könnte ich sogar öffnen. Lass mich Ruhe. So, hier oben waren wir ja relativ sicher, ne? Warte, ich muss mal kurz das Ding auf meiner Karte entfernen. Das kotzt ja an hier. Blaue Ventile. Ah, ich muss die blauen Rohre verfolgen. Währenddessen die Zombies abkacken. Hier hab ich doch rein. Ja. Was zum. Nein, nicht explodieren. Fuck. Okay, ich muss den irgendwie töten, ohne dass er explodiert, ne? Könnte ich mal verziehen? Meine Fresse. Danke für die Waffe. Ach, verdammt. Gib mir die Waffe. Inventar voll. Bitte nicht explodieren. Tu es nicht. Wir müssen ihn irgendwie töten, ohne dass er explodiert. Komm schon. Stirb bitte. Ach, da bringt ihr ihn rein. Das ist schön nett. Komm schon, bevor er kommt. Bevor er kommt. Nein, komm schon. Ja. Hab ich es geschafft? Ich weiß es nicht. Ah, ich hab's geschafft. Oh, er passt durch. Nicht explodieren. Bitte nicht explodieren. Ich glaube, wir müssen tot treten. Damit er nicht explodiert. Er ist tot, ja. Ah. Auch wenn das Ding auf seinem Rücken verschwunden ist und ich, vergast worden bin. Da kommt ja trotzdem so ein Penner. Ich habe extra keinen Lärm gemacht, weißt du? Jetzt kommt er doch noch. Okay, da hinten brennt es noch ein bisschen. Oh, du bist ja schon da. Das geht, mein Freund. Vielleicht hat er Bock, durch Flammen zu laufen. Jetzt steht er da oben. Würden Sie bitte runterkommen, Mister? Das wäre echt nett, oder? Oh, komm, was? Solo. Natürlich, ich nehme das Ding in die Hand und er sieht mich. Oh, nö, er sieht mich nicht. Als ob das Feuer abgestellt, ne? Dafür brennt es aber da hinten noch. Ach, ich sehe schon, er versucht selber das Feuer abzustellen. Nee, gar nicht. Er versucht gegen das Feuer anzukämpfen. Er gibt Respekt an ihn auf jeden Fall. Das ist ein harter Kampf, genauso wie der Kampf hier, dass ich stecken geblieben bin. Ich dachte, ich kann
kann ihn quasi verwirren und einfach mal das Ventil drehen, aber nein. Kannst du nicht mehr sterben? Jetzt toll, jetzt fehlt ihm ein Arm. Ich muss seinen Kopf treffen, das ist sein Arm. Ah, er ist weg. Metallteile habe ich den eigentlich auch angesammelt, den, ne? So, ich hoffe, man hört mich überhaupt. Wäre schlecht, wenn nicht. Geh ich mit. Und, na komm. Ihr hört wahrscheinlich jetzt mein Controller, aber egal. Okay, und tschüss. Das war's. Jetzt zurück zur Basis. Im Laufschritt Marsch. Zu Befehl, Boss. Soldat, wir müssen definitiv an Ihrer Disziplin arbeiten. Was für eine Disziplin? Ich habe alles gemacht, was du wolltest. Ach komm. Wie hast du bitte sehr darunter gepasst? Willst du dich verarschen? Hast extra eine Diät gemacht, damit du das Auto passt, oder was? Nicht mit mir. Mich kannst du nicht verarschen, doch kannst du. Ich sehe sie nicht. Ich hab sie getötet. Ich höre es hier irgendwo bluten. Ah, ich hab sie gefunden. Okay. In die Richtung hätten wir gemusst, aber egal. Ich glaube einfach, du hast Feuer gewartet, gerade ein bisschen zu laut. Hat mich ein bisschen irritiert auf der Vorschau. Polizei hat was, hat die offen oder zu? Ah, offen. Schade. Schon geplündert, Schwein. Du scheinst mir aber aufmachbar zu sein, Freund. Was hast du denn da so Schönes für mich? Oh, Schnur und irgend so ein Scheiß und da noch ein Scheiß. Oh, das hier noch gleich auf und kriegen eine Klinge. Ich wollte schon Rasierklinge sagen, aber da will man sich bestimmt nicht rasieren. Oh. Okay, der erste ist schon mal tot. Immer schön aufs Köpfchen. Oh Gott. Kommen wir mal mehr. Habe ich Molotow oder so? Dann könnte ich die eiskalt loswerden. Es sah so aus, als könnte ich da easy was klauen, weißt du? Entwürfe. Molotow-Cocktails. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe, aber ich baue mal einen. Dann gehen wir auf Inventar. Molotow-Cocktail haben wir jetzt ausgerüstet. Dann brauchen wir noch unsere Böller. Habe ich keine Bälle? Waffen-Upgrades, Fertigungsteile. Ach, Böller. Okay, UV-Lampe. Wozu brauchen wir nochmal die UV-Lampe? Ich weiß. Schild, machen wir die Fackeln weg. Die Fackeln benutze ich sowieso nicht. So, ups, ich habe mich verbannt. Egal. Da wollte ich rauf. Und zwar zuerst mal ein Büller. War klar. Und dann... Molotow. Das bringt da nichts, wenn doch keiner hingeht. Gott, er stirbt ja gar nicht. Jetzt muss ich euch alle töten, damit ich ans Polizei oder rankomme. Was ist denn das für ein Scheiß? Muss das sein? Kannst du nicht mal zu Hause bleiben? Achso, sie ist schon tot. Ah oh nein, nein, nicht du. Oh, ich dachte schon, da wäre einer mit diesem komischen Gastunnel. Der explodiert, ne? Ich hätte die Krise bekommen. So, ein Massaker anrichten. Oh, da kommt der nächste. Oh, ich will doch nur als Polizeiauto ran.
Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Achso, deswegen schreit da hinten jemand. Ich wollte sie eigentlich auf einen Haufen locken, weißt du? Und dann alle anzünden. Okay, das wollte ich nicht tun. Ich hoffe, die Geräusche locken niemanden an. Du bist hier da hinten so schnell. Meine Fresse. Was ist das jetzt? Sehr schwer, ja. Hoffen wir mal, dass wir es mit diesen vier Dietrichen hinkriegen. Sonst müssen wir neue basteln. Ich habe jetzt hier nicht alles geklärt, um dann zu versagen. Jetzt mal schön knicken. Dreck. Oh, ich spüre, wie ein Zombie näher kommt. Das ist nicht dein Ernst, Zombie, bitte nicht. Nein! Bastard. Ich will doch nur das Polizeiauto knacken, Mann. Der BH ist verrutscht. Ich würde aber gegen gerne was tun, aber du hast keinen Kopf mehr. Da hinten fangen alle an zu brennen. Was ist denn da los? Und toll, dafür kommt der eine jetzt auf mich zu. Es ist nicht wirklich viel passiert. Hast du aufhören zu kotzen? Muss man das verstehen? Das ist noch ein Notarztwagen. Okay, Dietriche. Wir produzieren immer 5 Stück, ne? Das heißt, wir behalten mal 2 Metallteile zur Sicherheit. Und den Rest verschwenden wir dann an den Autos. Ach nein, wer ist da jetzt schon wieder rauskommen? Wenn der hierher kommt, ne? Ich raste aus. Sehr nice. Ein Templer und ein Messer. Oh, ich hab's fallen lassen. Ich will's ja nicht zerlegen. R3. Achso, L3. Ich lese jedes Mal R3. Oh, wir kriegen dafür ein Metallteil. Cool. Fackelbohr, ja nicht. Komm. Ach, schade. Dann nehmen wir das Messer mit. Ich spüre ein Flugzeug. Nein, ich glaube, der kotzt gleich. Na los, kotz. Der mag das Zeug genauso wenig wie die anderen. Ich gehe da jetzt nicht hin. Nein, ich will diesen Ambulanzwagen noch. Ups, ich habe mich verbunden. Ach, Mann. Okay, pass auf. Entwürfe? Molotov Cocktail. Brennet, ihr Schweine, brennet. Wir schreiten da hinten noch. Na los, lauft hier alle hin und dann fangt an zu kotzen. Voll die Falle hier. So. Das Massengrab. Nur irgendjemand vergessen? Ja, die. Jetzt hängen wir schon seit Stunden hier rum, oder was? Oh Gott. Ich werde heute sicherheitshalber nur 20 Minuten machen. Damit ich weiß, wie groß die Datei wird. Aber ja klar, du kommst her, Puppe, ne?
Ach, der schreit die ganze Zeit. Lass mich an diesen Ambulanzwagen. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Ich muss meine Waffe reparieren. So, der ist ein Kopf kürzer. Und du bist tot. Und du bist tot. Nee, du bist gar nicht tot. Jetzt bist du tot. So, ein kleines Lootparadies heute für uns. Aber kannst du nicht einfach mal sterben? Oh, ich hab den nächsten gepult. Macht die da den Michael Jackson? Und steht dabei in Flammen? Kann das sein? Oh Gott, was zum... Ich hab mich voll erschrocken. Da knabbert er einfach meinen Fuß rum. Was ist denn das für ein Fetischist hier? Ach, sie ist endlich tot. Okay, und wir können hoffentlich an den Ambulanzwagen. Einfach. Einfach ist immer gut. Paket gestohlen, das geht mir voll am Arsch vorbei. Gut, das sind die beiden Medikits, die ich aus Versehen verbraten habe. Super. Okay, lass uns zu dem komischen Typen hier gehen. Au, au, Stacheldraht, Stacheldraht! Gute Arbeit, Soldat. Ich öffne jetzt die Hauptdruckschleuse. Halten Sie sich bereit für ein Feuerschauspiel erster Klasse. Ich schaue mir das lieber aus der Distanz an. Wie Sie wollen. Sie haben 10 Sekunden. Wo geht das denn hoch? Bitte nicht hier. Da. Holy! Ich hab Jeff gefunden. Das Gas ist wieder da. Hervorragend. Wie gesagt, er ist unersetzlich. Hoppla. Okay. Besorgen Sie mir Alkohol. Ach verdammt, wir hätten das zu Ende anhören sollen, ne? Quarantänezone, Quarantänezone, Kindersorgen. Wie viel Alkohol habe ich am Start? 3. Meint ihr, das reicht? Komm, wir machen mal Kindersegen. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, er braucht nicht noch mehr Alkohol für seine, in Anführungszeichen, Frau. Ist klar, kann mir jeder erzählen. Da säuft sich doch noch einen ab. Tschüss. Hoffentlich ist das sehr in der Nähe. Ich will jetzt nicht auf die Karte gucken, weil sonst bin ich enttäuscht, weil es nicht in der Nähe ist. Zack. Shit. Hallo. Hilfe. Bracken, hier ist Crane. Hörst du mich? Bracken, hörst du mich? Ach, scheiße. Jade, hier ist Crane. Hörst du mich? Crane, wie viel Antizin hast du denn? Rais wollte das... Also, er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt. Das reicht nur für ein paar Tage. Hör mal, Crane. Wir haben ein Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Komm schnellstens zurück und verlier das Antizin nicht. Das heißt, es wird mir geklaut. Oder ist eine Fälschung. Eins von beiden. Aber das, liebe Freunde, machen wir erst morgen. Das hier ist ja erstmal nur ein kleiner Test. Wie groß die Datei sein wird, ich weiß es nicht. Obwohl wir jetzt schon da sind, ne? Ich meine, wenn wir schon mal da sind, ne?
ist das dunkel hier? Wo ist das denn hier so dunkel? War das schon immer so dunkel hier? Hallo, Bote. Und das wäre? Mr. Crane, kennen Sie jemanden namens Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maße ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass Sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet Sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Geht klar, Chef. Wer bist du? Zweifel, dass du lange überleben wirst. Was bist du denn für ein ausgemagerter Haken, Alter? Na gut, kann sein, dass die Zombies dich nicht wollen, weil du so abgemagert aussiehst. Schon wirklich, Polizeischlagstock, oh. Oh, kein Feuerslot für ein Schild, egal. Lass mir Schild erstmal da. Dann haben wir hier, glaube ich, noch eine Quest bei dir. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Hatten wir die Quest nicht schon mal angenommen? Mir war so, als hätte ich das schon gekannt. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Ah, das schwarze Brett. Duftkräuter. Finden Sie Lavendelpflanzen, um Räucherwerk herzustellen. Ja gut, nehme ich mit. Du brauchst einen Titel. Zweitbrille. Begeben Sie sich zu Kaldiks Wohnung und bringen Sie ihm die Gegenstände, die er benötigt. Okay. Wenn er gerne was will und was... Achso, das ging schnell. Hey, ich habe deinen Aushang gesehen. Du bist Kurier? Wunderbar. Da Wut, der Idiot, hat sich in der Kantine auf meine Brille gesetzt. Jetzt bin ich blind wie ein Maulwurf. Wie soll ich da Alfie helfen? Ich habe eine Ersatzbrille in meiner Wohnung. Es ist nicht weit, aber ich kann nicht selbst hin. Brauchst du sonst noch was von dort? Du würdest es tatsächlich für mich tun? Danke. Und, ja, wir wollen oben auf dem Dach einen Gemüsegarten anlegen, damit wir hier nicht verhungern. Aber keiner weiß richtig, wie das geht. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Buch über Gartenbau bekommen. Gemüse für Dummerchen oder sowas in der Art. Müsste auf einem Bücherregal liegen, aber vielleicht musst du ein wenig suchen. Okay, ich werde mal gucken, ob ich da was machen kann. Crane, der Mann, der den Strom wieder angeknipst hat. Hier, nimm das. Entschuldige meine schlechte Laune, aber ich habe heute einen richtig miesen Tag. Kann ich irgendwie helfen? Ja, aber Bracken erlaubt's nicht. Er hält's für zu riskant. Ist es was Wichtiges? Okay. Bracken will nachts mehr Sicherheit. Zu viele Kreaturen der Nacht vor der Tür, verstehst du? Also habe ich eine Lichtanlage gebastelt. Mit fetten 10 Kilowatt UV-Lampen. Verbrennt einen Schattenjäger in 60 Metern Entfernung. Das wäre nur genial. Aber die nötigen UV-Strahler sind an den Türmen der Brücke der Schande montiert. Die Brücke? Augenblick mal. Meinst du damit die Feuerwand der Schande? Klar. Die größten UV-Strahler der Hemisphäre. Alfie, das System hat nicht funktioniert. War eine Katastrophe. Die mussten die Brücke demontieren. Wäre der Strom nicht ausgefallen, hätte es funktioniert. Als du die Umspannwerke neu gestartet hast, ist das System wieder hochgefahren. Man kann's nachts sehen. Jemand muss also diese Strahler holen. Stimmt, ja, genau. Das Problem ist... Ein paar von den Dingern sind ausgebrannt, klar? Die nützen uns nichts. Um also rauszufinden, welche noch leuchten, muss man sie einsammeln, während das System an ist. Noch so ein Nachteinsatz. Ranzukommen ist nicht schwer. Aber sobald du die Strahler entfernst... Bist du auf einer pechschwarzen Brücke und hast mächtige Probleme.
Ja, weißt du was? Vielleicht hat Bracken recht. Vergiss die Sache einfach. Aber es ist wirklich jammerschade. Ich werde es tun müssen. Ich bin einfach so ein Idiot. Die Leute zählen auf dich. Bitte, steh nicht rum, sondern hilf ihnen. Ich wollte hier gerade hochgehen. Gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir und dann gucken wir morgen, was passiert, wenn wir den Aufzug hochfahren. Haut rein, euer Zero. Mal gucken, wie die Aufnahme wird. Ciao.